Wir freuen uns, dass wir hier heute so viele Teilnehmer haben. Wir haben gar nicht damit gerechnet. Dieses Format ist ja relativ neu. Wir haben das eigentlich seit 10 Jahren hier im Loreto Krankenhaus immer in unserem großen Saal unterm Dach gemacht mit vielen Patienten, etwa einmal im Jahr. Jetzt aufgrund der Pandemie müssen wir oder greifen wir eben auf dieses neue Tool des Webinars zurück. Also wir freuen uns und begrüßen Sie recht herzlich, ich und der Herr Langmeier, der im Anschluss an mich berichten wird über Konzepte, Sicherheits- bzw. Hygienekonzepte in der Pandemie. Und ich beginne mit einem Vortrag. Ich darf berichten über Rapid Recovery. Das ist ein Behandlungskonzept speziell für Eingriffe in Hüft- und Knieendoprothetik. Wir werden da relativ speziell drauf eingehen. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen, unsere Klinik einmal vorzustellen hier über dieses Portal. Wir sind hier am Loreto Krankenhaus in der orthopädischen Chirurgie seit Anfang der 90er Jahre. Der Dr. Rütschi hat hier aus der Schweiz kommend Anfang der 90er mit 4 Betten beziehungsweise 2 Zimmern als One-Man-Show begonnen, die Endoprothetik im Loreto Krankenhaus und eigentlich auch hier in Freiburg und der Region zu installieren. Und seit knapp 30 Jahren jetzt, also ich glaube 93, Januar 93 hat er angefangen, haben wir uns stetig weiterentwickelt. Wir sind mittlerweile 27 Mitarbeiter, das wechselt immer, manchmal sind es mehr, manchmal sind es auch weniger, mit insgesamt 100 Betten über 3 Stationen verteilt. Dazu muss man sagen, die 100 Betten sind jetzt nicht wir von der orthopädischen Chirurgie alleine. Da kommt der Dr. Hassel dazu, der seit 2009 hier mit der Wirbelsäulenchirurgie vertreten ist. Wir sind dabei, im Zertifizierungsprozess voranzukommen. Uns hat letztes Jahr im März die Pandemie dazwischen gefunkt, sodass wir hier zunächst gestoppt haben. Wir werden das wahrscheinlich 22 dann beenden können, sodass wir im EndoCert, wenn Sie meine Maus sehen hier, da gibt es diesen Button EndoCert, wir werden dann zertifizierte Endoprothesenklinik, also ein Endoprothesenzentrum sein. Zu den 3 Stationen ist Dr. üblicherweise. Häusler, hören Sie mich? Ja. Ich glaube, dass Sie Ihren Bildschirm noch nicht übertragen, falls Sie ihn schon übertragen wollten. Ja, habe ich eigentlich meinen Bildschirm übertragen? Jetzt? Jetzt. Sehen Sie es? Okay. Ja. Jetzt alles gut? Ja, perfekt. Okay. Dankeschön. Bitte sehr. Hier nochmal die Folie, die Sie jetzt nicht gesehen haben, aber meine Worte gehört haben. Also knapp 30 Jahre Erfahrung in der Endoprothetik. Ich habe von Dr. Rütschi berichtet, Zertifizierung für 22 geplant, die Anzahl der Mitarbeiter und der Betten. Zusätzlich noch wichtig zu sagen, dass wir seit 2 Jahren die geriatrische Frühreha implementiert haben hier. Das bedeutet, wir haben einen Geriater im Haus, beziehungsweise den Dr. Köster im Loreto Krankenhaus und im Josefs Krankenhaus, der diese Abteilung leitet, sodass wir Patienten höheren Alters und mit Begleiterkrankungen dort nach einer Operation, nach einem Gelenkeingriff in die Rehabilitation einschließen können. Hier noch einmal etwas Werbung in eigener Sache. Wir machen oder Werbung in eigener Sache. Was machen wir hier? Wie viele Eingriffe machen wir pro Jahr? Wir machen etwa 1200 Gelenkeingriffe an Hüfte und Knie. Das teilt sich dann auf in Hüftprothesen. Das sind circa 750. Im Schnitt 300 Knieprothesen, mal sind es 280, dann auch mal etwas mehr als 300. Aber so in den letzten Jahren waren das circa 300. Die Prothesenwechseloperationen, die nehmen zu. Unsere Alterspyramide ist bekannt. Die Patienten werden älter. Die Eingriffe, wir machen in Deutschland mittlerweile 400.000 endoprothetische Implantationen von Hüft- und Kniegelenken zusammen, sodass diese Implantate irgendwann auch revisionsbedürftig werden, sodass wir hier mittlerweile circa 150 Wechseloperationen an Hüft- und Kniegelenk durchführen. Das heißt jetzt nicht, dass wir 150 Prothesen austauschen. Das beginnt vom
Austausch eines einzelnen Bauteils bis hin zum Wechsel einer Prothese und bis zum Wechsel des Oberschenkelknochens. Aber Einzelheiten kommen vielleicht im Anschluss an diesen Vortrag in weiteren Vortragsreihen, die wir jetzt geplant haben. Wir sind ein Krankenhaus in Baden-Württemberg mit recht vielen Eingriffen. Sie können das hier in der weißen Liste nachlesen. Wenn Sie weiße Liste bei Google eingeben, ist das relativ einfach zu finden. Die weiße Liste ist ein unabhängiges Portal zur Suche von Ärzten, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen, auf der man sich über die Qualität informieren kann. Es ist werbefrei, es ist unabhängig. Das ist 2008 über die Bertelsmann Stiftung gegründet worden, in Zusammenarbeit mit den Verbraucherorganisationen, sodass das eine relativ valide Aussage gibt. Wir bekommen von der AOK, eine Krankenkasse mit über 20 Millionen Mitgliedern, ein sogenanntes Ranking über die Lebensbäume. Das ist ein etwas sperriger Name. Sie sehen das hier unten, diese drei Lebensbäume. Das bedeutet, wenn man hier eingibt über das AOK-Portal und Hüftgelenksersatz oder Hüftarthrose eingibt, dann findet man uns. Wenn man noch die Postleitzahl und den Kliniknamen dazu gibt, dann findet man diese drei Lebensräume. Das heißt, eine überdurchschnittliche Qualität im Hüftgelenksersatz und bei den Kniegelenken ebenfalls. So, das war jetzt mal so ein kurzer Abriss über das, was wir hier tun. Ich möchte jetzt die Möglichkeit nutzen, zu berichten, wie unser Konzept ist bezüglich, das lasse ich mal weg. Gibt es ein Konzept in Zeiten von Corona? Ja, es ist nicht der Brücken-Lockdown. Es ist ein Konzept, das sich Rapid Recovery nennt. Also das ist unser medizinisches Behandlungskonzept. Ich werde das gleich in Einzelheiten erörtern. Und der Dr. Langmeier, wie schon erwähnt, wird im Anschluss an mich über das Hygienekonzept für unsere Patienten und uns als Mitarbeiter darstellen in einem sehr schönen Vortrag, sodass wir diese beiden Konzepte zusammenfügen als ein Gesamtkonzept zur Operation von Patienten in Zeiten der Pandemie. Was heißt Rapid Recovery? Übersetzt schnelle Genesung. Das ist ein Behandlungsverfahren, das nicht neu ist. Das ist seit über 20 Jahren bekannt. Ursprünge sind in den USA und vor allem auch in Dänemark, wo der Henrik Hüstedt und der Herr Henrik Kehlert aus der Uni in Kopenhagen sich mit befasst haben und das Ziel hatten, die Patienten schneller mobil zu machen nach der Operation. Es war die Frage, wie bekommen wir Patienten nach einem Gelenkersatz schneller wieder auf die Beine? Und dieses Konzept nennt sich mittlerweile überall Rapid Recovery oder schnelle Genesung, kommend ursprünglich mal aus der den Konzepten des Fast Tracks der Viszeralchirurgie, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Man muss sagen, das Ziel ist, die Rückkehr ins normale Leben so rasch wie möglich zu machen. Das heißt, es werden alle Komponenten, die in dieses Behandlungskonzept mit einbezogen sind, sehr eng miteinander verbunden. Wir haben das hier mal in so einem Kreis dargestellt. Zentral ist das Ziel, die rasche Rückkehr ins normale Leben. Das beginnt vom Hausarzt über den niedergelassenen Orthopäden. Die meisten Patienten haben einen niedergelassenen Orthopäden. Über uns, hier dann als orthopädische Chirurgen in der Klinik. Die Anästhesie, die ist natürlich sehr wichtig, wenn wir operieren möchten. Und dann ganz entscheidend natürlich die Pflege und Physiotherapie, die im Anschluss an die Operation ihre Arbeit tun. Und nicht zu vergessen der Sozialdienst, der bereits schon im Vorfeld der Operation tätig ist. Diese auf der linken Seite sichtbaren vier Hauptsäulen beschreiben eigentlich dieses Konzept des Rapid Recovery sehr gut. Wir bereiten die Patienten optimal auf die Operation vor, im Vorfeld. Einzelheiten kommen später. Da gibt es diesen Satz, better in, better out. Also je besser der Patient auf die Operation vorbereitet ist, desto besser wird er das Krankenhaus auch wieder verlassen und rasch mobil werden.
Ganz wichtig, vor allem in der Hüftendoprothetik, sind die minimalinvasiven OP-Techniken. Ich werde gleich noch etwas dazu sagen. Moderne Schmerzkonzepte, moderne Schmerztherapie hier am Haus sehr gut. Und eben, was ich bereits jetzt mehrfach erwähnt habe, die frühe Mobilisierung der Patienten nach der Operation. Und innerhalb dieses Konzeptes funktioniert das bereits am OP-Tag. Nachgewiesen ist das, dass durch dieses Konzept die Komplikationsraten deutlich sinken, also zum Beispiel thromboembolische Komplikationen, also eine Thrombose oder eine Embolie, sowie Nachblutung. Und die Krankenhausdauer, die Krankenhausaufenthaltsdauer wird verkürzt, was natürlich auch in Zeiten der Pandemie, hier können wir so ein bisschen die Brücke schlagen, was in Zeiten der Pandemie von Vorteil ist. Jetzt ist der Vortrag so aufgebaut, dass wir hier im oberen Teil sechs Blöcke sehen, beginnend von der Indikationssprechstunde bei uns hier in der Klinik bis zum Entlastzeitpunkt in die Reha. In der Indikationssprechstunde kommen die Patienten zu uns, meist mit der Überweisung vom Orthopäden und der Fragestellung der Notwendigkeit einer Gelenksoperation an Hüfte und Knie. Schulterendoprothetik machen wir auch, aber das ist jetzt hier heute nicht unser Thema. Wir untersuchen die Patienten, sprechen mit den Patienten. Oft sind Röntgenbilder schon vorhanden, ansonsten machen wir das hier bei uns. Unten habe ich Ihnen mal so zwei digitale Röntgenbilder mit draufgelegt. Man sieht dann, dass wir schon bereits in der Sprechstunde nach der Röntgenaufnahme planen können. Das heißt, wir planen digital die einzelnen Komponenten in das Knochengerüst ein. Sie sehen hier in Rot, ich hoffe, Sie können das sehen auf Ihrem Bildschirm, die Gelenkpfanne und hier in Weiß den Hüftschaft. Diese Kugel ist unsere Referenzkugel. Wir können dann skalieren und für jeden Patienten, für jedes Knochengerüst die individuelle Prothese anpassen. Das wäre jetzt hier für das Hüftgelenk und auf der rechten Seite für das Kniegelenk. Hier sind noch einige Winkel eingetragen, aber das soll nur mal verdeutlichen, dass wir bereits in der Indikationssprechstunde schon relativ viel wissen, was wir machen können. Dann erfolgt je nachdem, wie wir uns einigen, ein Termin zu einer Operation. Der wird festgelegt und etwa 2 Wochen. Jetzt ist oben der zweite Block rot geworden. Etwa 2 Wochen vor der Operation erfolgt unser aufwendiger Tag. Das ist der sogenannte Prämedikationstag. Der ist sehr umfangreich, beginnt so gegen 8.30 Uhr. Wir haben einen schönen Raum eingerichtet mit einem großen Bildschirm, wo wir unsere Patienten begrüßen und einen kleinen Vortrag halten über unser Konzept, was wir tun. Der ist so ähnlich wie dieser Vortrag, etwas abgespeckter. Wir können das natürlich jetzt leider nicht machen, weil da so viele Patienten sitzen. Das heißt, wir haben diesen Einführungsvortrag momentan gestoppt. Der Rest dieses Konzeptes läuft aber ungehindert weiter. Gegen 9 Uhr am Ende der Vorstellung kommen dann die Kollegen aus der physiotherapeutischen Abteilung hinzu, die dann mit den Patienten anhand von Gehstöcken Übungen und Anleitungen für den speziellen Gang mit den Gehstöcken nach der Operation üben, Anleitungen geben. Das hat den Vorteil, dass die Patienten, wenn sie die Stöcke dann mit nach Hause nehmen, das ist so geplant, zu Hause üben können und nach der Operation diesen Schritt schon gemacht haben und relativ schnell zurechtkommen. Dann kommt der administrative Teil, so ab 9, 9.15 Uhr, die Patienten gehen zur Aufnahme, die Daten werden aufgenommen und es folgt dann die Untersuchung nochmal und die orthopädische sowie anästhesiologische Aufklärung, was dann noch an Untersuchungen nötig ist, wie Röntgen, Labor, EKG, können wir dann tun. Eventuell sind Zusatzuntersuchungen notwendig, die können wir dann einleiten oder veranlassen. Der Vorteil ist, dass wir 2 Wochen etwa Zeit haben, noch bis zum OP-Zeitpunkt, sodass wir nötige Untersuchungen dann noch bekommen. Weiterer Vorteil ist, wenn Sie 2 Wochen vor der Operation bereits vollständig vorbereitet und aufgeklärt sind, dann können wir die Operation auch so gestalten, dass sie am Morgen der Operation kommen können, weil die Patienten komplett vorbereitet sind
und wir diese Aufnahme einen Tag vor der Operation nicht dringend möglich durchführen müssen. Dann kommt der Aufnahmetag, also das ist der Tag vor der Operation. Da passiert gar nicht mehr so viel. Ein ärztlicher Kollege spricht nochmal mit dem Patienten, guckt nochmal auf die Haut, ob irgendwelche Veränderungen dort sind oder ob vielleicht ein Schnupfen oder irgendeine akute Erkrankung vorliegt, weil das würden wir dann nicht durchführen, die Operation. Und wir machen noch eine Laborkontrolle und schauen, ob Entzündungsparameter erhöht sind. Wir sind relativ pingelig, wenn Entzündungsparameter erhöht sind. Das ist ja auch oft unspezifisch. Es gibt keinen wirklichen Grund. Wir wissen nicht genau, was ist. Dann werden wir die Operation meistens absagen und über den Hausarzt, hier kommt wieder die Brücke zum Hausarzt, kontrollieren lassen. Aufgrund dessen haben wir auch relativ wenig Infekte in unseren Primärimplantationen. Sie werden dann das Zimmer beziehen und die Visite des Operateurs ist dann am Laufe des Nachmittags. Jetzt kommt der spannende Tag, das ist der OP-Tag. Wir verwenden, und darauf wollte ich jetzt noch mal etwas genauer eingehen, wir verwenden hier regionale Narkoseverfahren bei nahezu allen Patienten, die einen Gelenkersatz erhalten. Die sogenannte Rückenmarksnarkose, viele kennen es vielleicht als Spinal- oder Peridoralanästhesie, überwiegend bei uns Spinalanästhesie. Das heißt, sie bekommen einen Pieks in den Rücken durch den Anästhesisten. Die Narkose wirkt und nach etwa 6 bis 8 Stunden nach der Operation lässt die dann nach. Wir haben relativ viel Erfahrung, also unsere anästhesiologische Abteilung von Dr. Blas hat sehr viel Erfahrung. Ich habe heute Morgen noch mal nachgefragt, es sind etwa 2.500 Rückenmarksnarkosen, die im Jahr durchgeführt werden. Das heißt, das läuft sehr routiniert und sehr standardisiert. Nach der Narkose, also nach 6 bis 8 Stunden, sind dann die Beine eigentlich wieder beweglich, das Gefühl kommt zurück, sodass die Patienten dann über die Physiotherapie noch am OP-Tag mobilisiert werden können. Wenn das nicht so sein sollte, dass die Patienten aufstehen möchten, weil vielleicht Übelkeit besteht oder das Gefühl noch nicht ganz da ist, dann machen wir das aber spätestens am nächsten Morgen. Was gegeben wird an Medikamenten vor unserem Hautschnitt ist hier die sogenannte Tranexamsäure, das ist Cyclohexan, das ist ein Mittel, was ein Enzym hemmt, letztendlich stoppt es Blutungen und wir haben weniger postoperative Nachblutungen und wir werden am Ende der Operation dann eine lokale Infiltrationstherapie, abgekürzt LIA, durchführen mit einem langwirksamen Lokalanästhetikum, was wir in den Bereich der Operation spritzen, sodass wir da auch noch bis zu 6 bis 8 Stunden eine Schmerzfreiheit nach der Operation erreichen können. Was an diesem Konzept ganz besonders ist, und das habe ich aus meiner Zeit Anfang der 2000er Jahre noch, wenn ich das erinnere, da haben wir Radondrainagen eigentlich nach jeder Operation eingelegt, teilweise 3 Stück. Das fällt komplett weg. Wir werden bei fast keiner Operation mehr Radondrainagen sehen, weder bei den Knien noch bei den Hüften, außer es sind große Wechseloperationen, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Und durch das Weglassen der Radondrainagen ist es so, dass Sie natürlich schneller wieder fit sind. Sie können morgens aufstehen, ohne dass dort diese Silikonschläuche mit den durchsichtigen Plastikflaschen hängen. Es ist nachgewiesen, also es ist evidenzbasiert, dass es durch das Weglassen der Radondrainagen weniger Nachblutungen gibt. Der Blasenkatheter ist notwendig, weil es eine Spinalanästhesie ist. Also man hat keine Kontrolle über die Blasenfunktion, der wird in der Regel am Abend oder spätestens am nächsten Morgen entfernt, sodass man bis auf den Venenzugang eigentlich keine zusätzlichen Schläuche mehr mit sich rumtragen muss und die Physiotherapie beginnen kann. Jetzt hier auf der rechten Seite ist mal so ein spezieller Kompressionsverband, der jetzt nur bei den Knien angewendet wird, abgebildet. Der bleibt für 2 Tage und wird dann durch ein sogenanntes Wabenpflaster ersetzt. Das ist ein Pflaster, das hat eine durchsichtige Folie und einen Schaumstoff darunter, der so ein bisschen Wundsekret aufsaugt. Wir können dann durch das Wabenpflaster
mehrfache Verbandswechsel ersparen, weil wir durch die Folie die Wunde sehen können. Hier, wie bereits schon gesagt, die physiotherapeutische Mobilisation am OP-Tag, spätestens am nächsten Morgen. Ich habe das jetzt mal dazugefügt, der minimalinvasive anterolaterale Zugang in der Hüftchirurgie. Das ist eine häufige Frage. Wir können in der Hüftendoprothetik minimalinvasiv operieren. In der Knieendoprothetik war das auch mal ein Thema. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Das ist schwierig. Es wird oft bei dem Teilgelenkersatz verwendet, der Begriff minimalinvasiv in der Knieendoprothetik. Prinzipiell muss man aber in der Hüftendoprothetik davon sprechen. Wir verwenden den sogenannten anterolateralen minimalinvasiven Zugang zum Hüftgelenk. Sind diese Zeichnungen hier sind nicht besonders attraktiv, aber sie verdeutlichen doch recht gut, was wir hier tun. Das ist jetzt die Hüftregion linksseitig. Auf der rechten Seite ist der Oberkörper, links geht es in Richtung Oberschenkel und hier unten gestrichelt ist der Oberschenkelknochen und hier diese Kugel ist das Hüft- oder in dem Bereich befindet sich das Hüftgelenk. Der Hautschnitt erfolgt auf der Außenseite. Wir kommen dann, nachdem die Haut und das Unterhautfettgewebe durchtrennt ist, direkt auf diesen Tractus iliotibialis. Das ist eine Sehnenplatte. Nachdem wir die durchtrennt haben, kommen wir in den Bereich auf der rechten Seite, dass wir auf einen Muskel treffen, den wir sozusagen nicht durchtrennen oder von irgendetwas absetzen, sondern den umfahren wir. Das heißt, wir nutzen die Muskellücke zwischen diesem Muskel hier, das ist der Tensor Fascialare, heißt der, ist aber auch jetzt nicht wirklich wichtig, und dem Gluteus Medius. Diesen Weg nutzen wir dazwischen, das ist die Lücke, und gehen dann durch diese Lücke ohne Gewebe beziehungsweise ohne Sehnen oder Muskeln zu durchtrennen, auf das Hüftgelenk. Es gibt dann einen zweiten minimalinvasiven Zugang, den sogenannten ventralen Zugang oder den DAA, wie er auch abgekürzt hat, gibt viele Namen dafür. Der kommt etwas weiter von vorne und der Weg ist hier oberhalb dieses Tensors. Und beide Zugänge, Sie sehen das hier, einmal der blaue Weg und einmal der gelbe Weg, treffen sich nach etwa 2/3 und finden dann denselben Weg zum Hüftgelenk. Das sind die beiden minimalinvasiven Zugänge zum Hüftgelenk. Im vorderen Bereich hier der transgluteale Zugang, der ist eher was für Revisionsoperationen, und noch der Vollständigkeit halber hier der posteriore Zugang, der bei uns keine Verwendung findet. Minimalinvasiv bedeutet nicht kleiner Hautschnitt. Das wird in der Endoprothetik nicht verwendet. Minimalinvasiv für kleinen Hautschnitt. Sondern minimalinvasiv bedeutet Vermeidung von Gewebeschaden, sondern also wir lösen keine Sehnen und wir durchtrennen keine Muskeln. Wir nutzen die Muskellücken, hier nochmal der anterolaterale Zugang zwischen diesen beiden Muskeln und der ventrale Zugang ebenfalls von vorne. Ich habe Ihnen hier einmal ein paar Prothesenmodelle dargestellt. Es ist jetzt sehr schwierig, es gibt unglaublich viele. Wir haben jetzt versucht, das so übersichtlich wie möglich zu machen. Sie sehen jetzt hier auf der linken Seite eine Pfanne. Es ist eine sogenannte Monoblockpfanne. Das heißt, wir haben eine Schale aus Polyethylen. Das ist ultra hoch vernetztes Polyethylen mit Vitamin E versetzt, was mit einer Titanbeschichtung versehen ist. Das ist jetzt diese Maus da. Mit einer Titanbeschichtung versehen ist. Dieser goldene Ring hier ist nur, damit wir das im Röntgen sehen, wie die Positionierung der Pfanne ist. Und in dieser Polyethylenschale läuft dann der Keramikkopf hier. Und dieser Keramikkopf wird hier mit seiner Öffnung auf den Konus des Hüftschaftes gesteckt. Es gibt verschiedene Schäfte, zementierte und zementfreie. Hier in der Abbildung sehen Sie ein Beispiel für einen zementfreien Schaft. Der nennt sich Gradschaft im Vergleich zu dem Kurzschaft, der etwas kürzer ist. Ich zeige Ihnen gleich noch Röntgenbilder dazu. Der ist etwas kürzer und bei uns im Haus wird er nur zementfrei angewendet. Die Frage kommt oft in Vorträgen, was ist diese weiße Schicht? Diese weiße Schicht ist Hydroxylapatit. Das ist ein Mineral, was den
was den Einbau, also das Einwachsen in den Knochen erleichtert und beschleunigt, weil der Körper das als oder der Organismus das als körpereigen erkennt. Ich werde jetzt nicht weiter auf die einzelnen Komponenten eingehen, das müssen wir im Rahmen von zusätzlichen Vorträgen tun, das würde zu weit führen. Was mir hier wichtig ist, dass wir in der Hüftendoprothetik hier minimalinvasiv arbeiten, also minimalinvasiv nochmal heißt nicht ein kleiner Hautschnitt, der kann 8 cm sein, der kann auch 13 oder 14 cm sein. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir die Muskeln schonen, dass wir die anatomischen Muskellücken nutzen und das Gelenk gewebeschonend implantieren. Da heißt bei uns Almiszugang, anterolateraler minimalinvasiver, also minimal invasive surgery Zugang. Das soll es erstmal sein zu diesem Thema. Jetzt haben wir nicht nur Hüften, die wir operieren, sondern wir operieren auch Patienten mit oder versorgen auch Patienten mit Knie-Totalhirnprothesen. Wir haben gesagt, etwa 300 im Jahr. Hier nur mal eine kleine Auswahl. Das wäre ein Teilgelenkersatz. Das ist jetzt nicht wie bei der Hüfte, das ist jetzt kein Titan. Die Hüftschäfte, das hatte ich nur vergessen zu sagen, bestehen aus rein Titan, also aus einer Titanlegierung. Hier, das ist Kobalt, Chrom, Nickel und Molybdän. Das sind die Bestandteile dieser Prothesen. Auch hier dazwischen wieder ein hochvernetztes Polyethylen. Das hat sich in den letzten Jahren immer mehr verbessert. Also die Vernetzung wurde immer verbessert, sodass das Abriebsverhalten sich auch verbessert hat. Also es gibt weniger Abrieb dieses Stoffes Polyethylen. Hier ein kompletter Gelenkersatz, wo nicht nur die eine Seite, in der Regel ist es die Innenseite des Kniegelenkes ersetzt wird, sondern wo die Arthrose auch beide Kompartimente, das Innere und das Äußere betrifft, wird ein kompletter Gelenkersatz durchgeführt. Das ist das Oberschenkelteil, das sieht ein bisschen aus wie eine Krone eines Zahnes. Ich werde Ihnen das gleich anhand eines Röntgenbildes noch zeigen. Hier dazwischen wieder das hochvernetzte oder ultrahochvernetzte Polyethylen. Und dieser Teil wird auf das Schienenbein, also den Unterschenkel, zementiert. Hier eine sogenannte gekoppelte Prothese, auch nur mal, um das erwähnt zu haben, die verwenden wir, wenn wir größeren Knochenverlust haben oder zum Beispiel eine Bandinstabilität besteht. Das ist oft im Falle von Wechseloperationen der Fall. Hier Röntgenbilder zu den Prothesenmodellen, die wir eben gesehen haben. Hier oben links in der Ecke sehen Sie eine sogenannte Beckenübersicht, so nennen wir das. Wir gucken von vorne auf das Becken. Hier links ist eine Prothese implantiert, also von uns aus die rechte Seite, die Seite des Patienten, die linke. Hier diese Pfanne, die wir vorhin gesehen haben, mit dem goldenen Ring, den man jetzt hier im Röntgen schön sieht. Diese runde Kugel ist der Keramikkopf, der auf dem Konus dieses Geradschaftes gesteckt wurde, der hier zementfrei im Oberschenkel verankert ist. Zum Vergleich hier mal ein Kurzschaft. Das ist auch zunehmend eine Frage. Kriege ich einen Kurzschaft? Man muss sehen, der ist kürzer. Der ist jetzt nicht wesentlich kürzer, aber wir haben hier, wenn es der Knochen, also die Beschaffenheit des Knochens und die Form des Knochens es zulässt, können wir hier einen Kurzschaft gut verankern. Sie sehen das, wir können etwas Knochen sparen, weil hier in dem Bereich können wir etwas mehr Knochen stehen lassen, arbeiten und somit den Zugang noch etwas schonender durchführen. Auf der rechten Seite und hier in der Mitte ein Zustand nach einer Knie-Totalendoprothesen-Operation. Und vorne gesehen ist hier der Oberschenkelteil im unteren Teil des Femur, also des Oberschenkelknochens, und hier das zementierte Stück am Schienenbein. Von der Seite hier nochmal wie eine Zahnkrone sitzt dieses Teil hier auf dem Oberschenkel und hier zementiert. Man sieht hier unten, ich hoffe, Sie können das vielleicht etwas größer machen bei sich auf dem Schirm, man sieht hier diese Wolke, das ist der Zement. Das Gleiche nochmal von vorne. Gut, jetzt sind wir nach der Operation im Bereich des stationären Aufenthaltes. Der dauert in der Regel zwischen 5 und 7 Tagen. Dazu muss man sagen, dass wir, wenn wir sagen, wir möchten die Liegezeit verkürzen, die Patienten nicht rausschmeißen möchten, sondern die Patienten bleiben so lange, bis sie selbstständig mobil sind. Da ist so ein Kriterium, kann der Patient mit den Stöcken Treppe steigen. Das ist so unser Entlasskriterium. Wenn das funktioniert und die Wunde
gut und trocken ist, können wir die Patientin in die Reha entlassen. Circa 5 bis 7 Tage. Wie schon erwähnt, Physiotherapie, und das ist Ihnen ganz wichtig, bereits ab dem OP-Tag. Wir haben eine ganz tolle Physiotherapieabteilung, die sich wirklich gut kümmern. Wir bieten das also sozusagen in Einzelsitzung an, die Physiotherapie, oder auch in der Gruppe. Das ist jetzt in Zeiten der Pandemie etwas reduziert, sodass das doch immer in Einzeltermine sind. Die Patienten sind aber relativ schnell soweit dann auch alleine mobil. 7 Tage ist so ein grober Anhalt. Manchmal geht es eben auch länger. Wie gesagt, wir entlassen niemanden, wenn er nicht auch dafür bereit ist. Der Aufenthalt, am zweiten postoperativen Tag ist es dann so, dass wir das Pflaster, also den Verband, aus dem, den wir im OP angelegt haben, wechseln. Und wir wechseln den in ein sogenanntes wasserfestes Wabenpflaster. Ich habe jetzt kein Bild. Das ist eine durchsichtige Folie mit einem feuchtigkeitsabsorbierenden Stoff darunter, der ist etwas durchlässig, sodass man durch das Pflaster die Wunde beurteilen kann. Und wir ersparen Ihnen oder den Patienten häufige Verbandswechsel. Dadurch ist das Ganze hygienischer und vermeidet natürlich auch Infekte der Wunden. Und was zunehmend bei einer guten Mobilität möglich ist, die Patienten können duschen, was sehr gerne angenommen wird. Die Reha ist immer ein großes Thema, auch schon vor der Operation. Daher planen wir die Reha auch schon vor der Operation. In der Regel ist es so, wenn Patienten einen Operationstermin haben, dann bekommen das unser Sozialdienst über den OP-Plan mit. Die sehen den OP-Plan, sehen, aha, an dem und dem Tag wird XY operiert. Die Daten sind da, die Patienten werden angerufen und die Reha wird dann geplant. Der Ort wird geplant, die Art der Einrichtung wird geplant, je nachdem, was die Kasse dann bewilligt, sodass wir, wenn die Patienten bei uns in die Klinik kommen, schon einen Reha-Termin haben. Dann ist zunehmend auch ambulante Reha-Maßnahmen gewünscht oder möglich, sodass auch das geplant werden kann. Von uns aus gehen die Patienten in die Reha direkt. Das heißt, sie werden von ihr abgeholt. Jetzt sind die Patienten in der Reha und sind die Patienten weg? Nein, wir sehen alle unsere Patienten 3 Monate nach der Operation wieder, um einfach zu sehen, wie es geht, wie die Reha war, wie die Fortschritte sind. Nach 3 Monaten, das ist so die unterste Grenze, bis ein zementfreies Implantat eingewachsen ist. Das geht bis zu 2 Jahren. Man sagt so 3 Monate bis 1 Jahr. Ab da ist dann die Prothese voll belastbar. Wir sehen dann ein Röntgenbild. Wir untersuchen das Gelenk, machen das Gleiche nochmal 1 Jahr nach der Operation. Das kann natürlich auch der niedergelassene Orthopäde tun. Wir freuen uns aber, wenn wir unsere Patienten wiedersehen. Und danach sollte man ein Kunstgelenk radiologisch und klinisch alle 2 Jahre untersuchen. Das war jetzt ein Ausflug ins Rapid Recovery. Ich hoffe, das ist verständlich rübergekommen, was wir hier tun. Und das Ganze haben wir jetzt kombiniert mit dem Vortrag vom Dr. Langmeier, Gelenkersatz in der Pandemie. Und durch unser Konzept, was wir glücklicherweise vor 2 Jahren hier installiert haben, können wir unsere Patienten schneller mobil machen, was natürlich in diesen Zeiten gut ist. Und über unsere Konzepte, die wir hier haben, um die Patienten zu schützen, um uns zu schützen, übergebe ich jetzt an den Dr. Langmeier und bedanke mich sehr für ihr zahlreiches Erscheinen hier. Ich sehe leider niemanden, man spricht so in den Schirm, aber wir freuen uns über die zahlreichen Zuschauer und ich übergebe an den Herrn Langmeier.
Einmal kurz die Rückfrage. Sehen Sie mich und hören Sie mich vor Ort mal? Vielleicht können Sie mir kurz noch mal eine Rückmeldung geben, weil es ist wirklich merkwürdig, nur in den Bildschirm zu sprechen. Ich sehe und höre Sie. Wunderbar. Dann auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Mein Name ist Elia Langmeier. Ich bin einer der Oberärzte hier im Zentrum für orthopädische Chirurgie im Loreto Krankenhaus und möchte mit Ihnen über die Implantation von Kunstgelenken in Zeiten der Corona-Pandemie sprechen. Corona hielt uns in Atem und hält uns auch leider weiterhin fest in Atem. Für uns begann es hier im Loreto Krankenhaus im Rahmen des ersten Lockdowns mit der ersten Welle im Frühjahr 2020 mit dem Verbot geplanter Operationen. Wir mussten viele, viele Patienten anrufen und Operationstermine absetzen und verschieben. Glücklicherweise hatten wir da auch viel Entgegenkommen und Wohlwollen von Seiten der Patienten. Zum Teil wollten die auch selber ihre Operationen verschieben. Das ging also alles ganz gut. Ausnahmen hatten wir natürlich auch weiterhin. Wir hatten Patienten mit massiven Beschwerden, mit Knochenbrüchen, Infekten und so weiter, die natürlich weiterhin auch operiert werden mussten, was wir dann auch getan haben. Insgesamt auf Deutschland bezogen, haben die Anzahl an endoprothetischer Operationen in Deutschland zu diesem Zeitpunkt 80% abgenommen. Das sind Daten von der AOK, also ordentliche Dimensionen. Wir haben dann einen relativ ruhigen Sommer mit Durchatmen gehabt und dann eben die zweite und dritte Welle im Herbst 2020 und bis ins jetzige Frühjahr hinein. Glücklicherweise sind jetzt Verbote von planbaren Operationen nur lokal in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens vorgesehen. Und die gesamte Gesellschaft hat realisiert, dass die Pandemie doch noch eine Weile dauern wird und dass wir auch einen alltäglichen Umgang mit Covid-19 benötigen. Unser Dachverband, die Arbeitsgemeinschaft für Endoprothetik, hat eine sehr repräsentative und schöne Umfrage in den deutschen Krankenhäusern gemacht. Und aus der geht hervor, dass 2020 es einen Rückgang von Hüft- und Knieprothesen von etwa 10% gab. Das hört sich jetzt primär nicht viel an, aber das sind dann doch über 40.000 weniger Hüft- und Knieprothesen, die im Vergleich zu den Durchschnitten der letzten Jahre dann auch implantiert wurden. Und das zieht sich jetzt leider in den Januar und in den Februar 2021 noch mit rein, wo immerhin noch 80% der Kliniken sagen, dass es einen Rückgang der Prothesenzahlen im Vergleich zu den Monaten vor Corona gab. Die Mehrheit der Patienten, so sehen wir es auch in der Sprechstunde, wünschen noch eine Verschiebung und ein Aufschieben der Operation bis nach einer Covid-19-Impfung. Es lässt sich dann also die Frage stellen, ob insgesamt eine geringere Nachfrage oder ein geringerer Bedarf an Kunstgelenken besteht. Das kann man getrost mit Nein beantworten. Eine Berliner Arbeitsgruppe von der Charité hat eine sehr schöne Analyse gemacht von den Google-Gewohnheiten der Menschen. Und zwar die Anzahl an Suchanfragen zu den drei Begriffen Knieschmerz, Kniegelenksarthrose und Knieprothese. Und das war ganz interessant im Rahmen des ersten Lockdowns. Wir hatten die Panikkäufe und alles war neu und aufgeregt. Da war eine deutliche Rückgang der Suchanfragen zu verzeichnen. Aber nach dem ersten Lockdown hat man dann wieder einen Anstieg der Nachfrage zu diesen drei Worten sehen können, bis auf das Niveau der Prä-Corona-Zeit. Das heißt, die Nachfrage und auch der Bedarf und die Notwendigkeit von Kunstgelenken ist unverändert vorhanden. Im Rahmen der Sprechstunden bekommen wir jetzt von den Patienten, die natürlich zu Recht verunsichert sind, natürlich auch viele Fragen zu Corona. Wir haben versucht, das zusammenzufassen zu den häufigst gestellten Fragen, die ich jetzt im Einzelnen und auch mit Ihnen besprechen möchte. Die Hauptfrage, die gestellt wird, ist eine Impfung vor der Operation sinnvoll? Und das muss man mit Ja beantworten. Es gibt sehr strapazierbare Daten mit vielen tausend Patienten, die klar sagen, dass wenn Patienten, egal wo, egal wie, sich innerhalb der ersten 30 Tage nach einer Operation mit dem Coronavirus infizieren, dann im Vergleich zu Patienten, die nicht operiert worden sind, schwerere Verläufe bieten. Das geht mittlerweile dann auch die Erkenntnis so weit, dass auch auf politischer Ebene gefordert wird, dass Patienten, die eine Operation benötigen, in der nächsten Zeit priorisiert geimpft werden sollten. Die nächste Frage, die oft gestellt wird, wann operieren nach einer Impfung?
Da gibt es leider noch keine belastbaren Daten. Das heißt, man kann den optimalen Operationszeitpunkt nach der Impfung noch nicht beziffern, weil einfach die Erfahrung damit fehlt. Wir richten uns aber nach den Empfehlungen von dem Robert-Koch-Institut, und zwar nach den Daten der Wirksamkeitsuntersuchung. Jede Impfung wurde ja von jedem Hersteller zu unterschiedlichen Zeitpunkten bezüglich der Wirksamkeit getestet. Und man weiß, dass bei BioNTech Pfizer 7 Tage nach der zweiten Impfung der Impfschutz besteht, für die Vakzine von Moderna nach 14 Tagen nach der zweiten Impfung und der Impfschutz bei AstraZeneca 15 Tage nach der zweiten Impfung besteht. Und das sind für uns momentan die Benchmarks, da wir noch keine anderen Daten vorliegen. Die nächste Frage ist, wann operiert man nach einer abgelaufenen Infektion mit Covid-19? Da ist es so, dass wir schöne belastbare Daten haben, und zwar eine wunderbare Arbeit mit 140.000 Patienten, die untersucht wurden. Und aus dieser Studie geht ganz klar hervor, dass die höchste Sicherheit dann besteht, wenn der Eingriff mindestens 7 Wochen nach der Diagnose Covid-19 erfolgt und wenn keine Symptome mehr vorliegen. Ich werde Ihnen jetzt dann im Folgenden unser Hygienekonzept vorstellen wollen. Und bevor ich dieses Konzept vorstelle, muss man noch Folgendes sagen. Also natürlich ist es so, dass wir uns im Rahmen der Pandemie nicht ganz so frei im Krankenhaus bewegen können wie sonst. Es gibt gewisse Limitierungen, und so kommt es, dass doch auch Patienten nachfragen, warum denn überhaupt ein Hygienekonzept erforderlich ist und ob es überhaupt erforderlich ist. Und die Frage, ob es erforderlich ist, kann man auf jeden Fall mit einem Ja mit 3 Ausrufezeichen beantworten. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Arbeit, die das Ihnen nochmal verdeutlichen soll, aus einer vergleichbaren Klinik zum Loreto-Krankenhaus, eine orthopädische Klinik in Philadelphia in den Vereinigten Staaten. Und die haben fast 1300 Patienten vor einer geplanten orthopädischen Operation auf das Coronavirus getestet mit einem PCR-Test. Und alle diese 1300 Patienten waren symptomfrei. Was sich aber herausgestellt hat, war, dass immerhin 0,5% der Patienten, obwohl sie asymptomatisch waren, eine Covid-19-Infektion hatten. Das heißt, 0,5% könnte man meinen, das ist ja nicht viel, aber das sind doch 7 Patienten. So. Wenn man sich vorstellt, dass diese 7 Patienten im Krankenhaus sich bewegen und andere Patienten anstecken oder Ärzte und Pflegepersonal und es dann zu einer Multiplikation kommt, dann ist es natürlich ein mittleres Desaster. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man testet, bevor die Patienten stationär aufgenommen werden. Eine sehr, sehr schöne Nebeninformation aus dieser genannten Arbeit ist, dass von den Patienten, die dann operiert wurden, die alle negative PCR hatten, ein einziger Patient nach der Operation innerhalb der ersten 30 Tage eine symptomatische Infektion erleiden musste. Es gibt einem ja Mut und zeigt, dass diese Hygienekonzepte auch definitiv Sinn machen. Lassen Sie mich deswegen unser Hygienekonzept einmal grob vorstellen. Vorweg möchte ich sagen, dass es ja gewisse Anforderungen vom Robert-Koch-Institut gefordert werden und wir mit unserem Konzept doch noch mal etwas päpstlicher als der Papst sind und da auch noch vorsichtiger agieren und auch mehr testen, als eigentlich erforderlich wäre. Wir haben Maßnahmen vor der stationären Aufnahme, die sehen vor, dass jeder Patient, bei dem eine Operation geplant ist, einen Sondertermin einrichtet und zu diesem Sondertermin dann erscheint und dort einen Fragebogen zu Symptomen, Aufenthalt in Risikogebieten und zum Kontakt mit Erkrankten ausfüllen muss und signieren muss. Es werden Temperaturmessungen gemacht und es erfolgt eben dieser PCR-Abstrich und dann gehen die Patienten wieder nach Hause. Dann wird 1 bis 2 Tage nach diesem ersten Termin, dann wenn alles unauffällig bzw. negativ ist, dann die stationäre Aufnahme durchgeführt und dort treffen sie dann auch ihren Operateur und die Narkoseärzte und es erfolgen die letzten Vorbereitungsmaßnahmen, die es dann Dr. Häusler in seinem Vortrag voraus skizziert hat. Wir haben jetzt doch mehrere tausend Testungen auch im Haus gemacht und man muss sagen, immerhin 6 positive Patienten konnten wir damit auch detektieren, die symptomfrei gewesen sind. Diese Patienten sind dann in häusliche Quarantäne gegangen und was besonders schön ist, dass doch ein Teil von diesen Patienten mittlerweile auch danach der negativen PCR und Symptomfreiheit konnten die jetzt dann im Verlauf operiert werden, waren schon in der Reha, sind wieder zu Hause und denen geht's gut. Also auch da schöne Verläufe.
Wenn Sie sich dann in der stationären Behandlung befinden, werden Sie auf schöne Plakate treffen. Die sehen Sie hier auf der rechten Seite exemplarisch eines. Da möchte ich mich auch bei unserer Kommunikationsabteilung nochmal bedanken. Die haben die hergestellt. Das sind einfach auch nochmal schöne Erinnerungen. Die sind überall aushängend im Haus und erinnern an Dinge wie die Maskenpflicht oder an die allgemeinen Basishygienemaßnahmen wie Abstand, Händehygiene und so weiter. Das ist eine große Hilfe, weil wir wissen natürlich, dass es für Sie alle was Außergewöhnliches ist. Keiner ist es gewohnt, dauerhaft Mundschutz zu tragen und eben diese Hygienemaßnahmen immer einhalten zu müssen. Für die Patienten bei uns im stationären Aufenthalt sind FFP2-Masken vorgehalten. Dies gilt auch für das Personal in Kontakt mit den Patienten. Wir haben, das kann man auch mit Stolz sagen, eine sehr hohe Impfquote des Personals. Ich kann es vor allem für die Ärzte, Ärztinnen der Orthopädie auch sagen, da besteht eine sehr hohe Impfquote und das macht uns auch stolz und gibt Ihnen natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Herr Häusner hat über das Rapid Recovery und das minimalinvasive Operieren gesprochen. Das kommt uns dann eben auch positiv zu tragen in Zeiten von Corona, weil wir die Aufenthaltsdauer verkürzen können und durch die frühzeitige Mobilisierung der Patienten auch weniger Komplikationen bekommen und somit weniger Schwächung des einzelnen Patienten haben. Während des stationären Aufenthaltes besteht auch eine Kontaktbeschränkung. Das heißt, der Besuch ist nur im Ausnahmefall möglich und dieser Besuch kann dann auch oder bekommt vor Betreten des Krankenhauses dann einen Corona-Schnelltest. Der wird vom Haus eben gestellt. Wir ducken uns im Loretto nicht weg. Auch wir behandeln Corona-Patienten und für diese Patienten haben wir eben auch, um die Sicherheit wahren zu können, einen hohen, also einen Quarantäne-Algorithmus entwickelt und einen speziellen Isolierbereich mit nochmal strengeren Hygienemaßnahmen und speziellen Algorithmen zur Sicherheit. Wenn Sie dann Ihren stationären Aufenthalt beenden und in die Reha gehen, bekommen Sie dort auch nochmal bei uns zuvor einen aktuellen Abstrich, damit dort auch die Sicherheit gewährleistet ist, dass Sie dann in die Reha gehen können. Wie Sie sehen, es ist nicht ganz einfach, aber hat sich bei uns jetzt wunderbar etabliert, der Ablauf. Was wir sehr oft in der Sprechstunde sehen, sind Patienten, die eigentlich eine behandlungswürdige, operationswürdige Arthrose des Hüften- und Kniegelenkes haben, die aber noch auf ihren Impftermin warten und warten wollen und uns dann fragen, was sie denn tun können, um die Situation zu verbessern. Und da muss man klar sagen, die Situation arbeitet natürlich gegen uns alle. Stichwort Schließen von Fitnessstudios beispielsweise. Die Osteoporose-Sportgruppen sind nicht mehr machbar momentan. Und dabei wissen wir natürlich, dass Sport und Bewegung wichtig ist, um den Gelenkverschleiß auch aufzuhalten. Und wir wissen auch, dass ein schlechter Muskelapparat eine größere Sturzgefahr darstellt. Ein weiterer Punkt ist das Übergewicht. Wir haben gesehen, dass zwischen April 2020 und im September 2020 die Deutschen im Durchschnitt 1 Kilo zugenommen haben, wie aus der schönen Arbeit von der Arbeitsgemeinschaft Endoprothetik hervorgegangen ist. Deswegen sagen wir, was können Sie tun? Nutzen Sie die Wartezeit sinnvoll. Schauen Sie, ob Sie eine Gewichtsreduktion machen können. Bewegen Sie sich moderat. Kräftigen und dehnen Sie die Gelenkmuskeln und schulen Sie Ihre Gangsicherheit, Ihre Balance. Treten Sie in Austausch mit dem Hausarzt. Sprechen Sie mit ihm über mögliche Risikofaktoren, die man noch verbessern kann. Stichwort Übergewicht, Stichwort Rauchen, schlecht eingestellter Blutzucker und Ähnliches. Damit Sie dann, wenn Sie schon warten müssen, noch etwas optimaler in die Behandlung bei uns eintreten können. Ein weiterer wichtiger Punkt, was Sie tun können, ist die Grippeschutzimpfung Influenza. 2017, 2018 hatten wir etwa 25.000 Tote in Deutschland durch die Grippewelle. Damals hat der Professor Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Institutes, die Aussage getätigt, es gibt keine andere Impfung in Deutschland, mit der sich mehr Leben retten lässt. Das klingt weit weg. Das war im September 19, da war noch kein Corona aktiv. Aber nichtsdestotrotz gilt weiterhin, dass die Grippeschutzimpfung auch ein ganz zentraler Punkt ist, um das Gesundheitssystem und unsere Intensivkapazitäten zu entlasten und somit
mehr Platz zu schaffen für Patienten mit Covid-19, die behandelt werden müssen. Also hier sind einige Indikationen aufgelistet. Das ist eine inkomplette Darstellung, also das 60. Lebensjahr, chronische Erkrankungen wie Diabetes, COPD, Asthma, Nierenerkrankungen sind Faktoren, die für eine Impfung sprechen. Und wenn Sie in einem Alten- oder Pflegeheim arbeiten, übrigens auch medizinische Berufe, wenn Sie sich dann noch das Wissen vertieft sichern wollen, gehen Sie auf die Seite des RKI und schauen Sie ins epidemiologische Bulletin, da steht es auch nochmal vertieft darin. Das war es jetzt mal primär von meiner Seite auch. Der Dr. Häusler und ich stehen Ihnen jetzt dann auch noch gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Dann übergebe ich jetzt an die Frau Ottmer und danke Ihnen schon mal für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Ihnen beiden. Wir haben schon während der Vorträge einige wenige Fragen erhalten. Sie scheinen viel schon mal abgedeckt zu haben. Ich gehe jetzt ganz unkoordiniert durch. Sie haben natürlich alle die Möglichkeit, auch weiterhin noch Ihre Frage in den Chat zu schreiben. Für alle, die es bisher noch nicht gefunden haben, Sie müssten ganz rechts eine Leiste haben, in der der unterste Punkt Chat lautet, unter Unterlagen. Genau, wenn Sie es nicht finden, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne nochmal, dann schalten wir am Ende, heben wir nochmal die Stummschaltung Ihrer Mikrofone auf. Und vielleicht kann ich auch einmal davor noch sagen, falls auch immer Sie nochmal was zum Hygienekonzept oder zum Corona-Konzept nachlesen möchten, finden Sie das auch alles auf der Internetseite des Loreto-Krankenhauses nochmal zusammengefasst. Da kommen Sie direkt über die Startseite eigentlich ganz prominent auf alle Maßnahmen rund um Corona. Ansonsten sind Sie auch herzlich willkommen, jederzeit nochmal eine E-Mail zu schreiben. Dann beantworten wir das gerne. Ich fange mal mit der Frage an, die bisher doppelt vorkam, nämlich Dr. Häusler, vielleicht könnten Sie nochmal sagen, Sie haben ja viel über das Thema Rapid Recovery gesprochen, aber zur Prothetik im Allgemeinen kann man ungefähr sagen, welche Lebensdauer eine Endoprothese hat. Vielleicht könnten Sie es für Hüft- und Kniegelenk sagen. Beide Fragen kamen jetzt zum Kniegelenk, aber wahrscheinlich ist das für viele hüfttechnisch genauso interessant, falls man das so sagen kann. Sehen Sie mich eigentlich? Ja, wir sehen Sie beide nebeneinander mit Maske. Okay, gut. Ja, diese Frage haben wir natürlich erwartet, die kommt immer. Das ist ja auch ganz logisch, das interessiert die Patienten. Wir gehen mittlerweile von der Lebensdauer bei einer Hüft-Totalendoprothese von 20 Jahren etwa aus. Das ist natürlich auch abhängig von verschiedenen Faktoren, zu welchem Zeitpunkt die Prothese implantiert wurde, welche Grundvoraussetzungen da sind, wie ist die Implantationstechnik, wie ist die, da ist auch die Erfahrung des Operateurs ein Stichpunkt und wie ist die Belastung der Prothese. Also wir gehen bei einer Hüftprothese von etwa 20 Jahren aus. Es zeigt sich mittlerweile, dass die Standzeit länger ist als 20 Jahre bei der Knieprothese von etwa 15 bis 20 Jahren. Okay. Eine Frage, ich bin zu wenig in der Materie drin. Ich frage jetzt einfach mal so, wie ich es verstanden habe. Ja, es geht um das Thema Stammzellenübertragung. Ist das irgendeine Alternative zu einer Operation? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich fasse es jetzt mal so zusammen. Nein, muss man ganz klar mit Nein beantworten. Okay. Ich vermute, das geht um knorpelregenerative Verfahren. Aber das wäre ein spezielles Thema. Das sind natürlich Verfahren, die wir hier auch anbieten bei uns in der Klinik, aber das sind sozusagen Eingriffe, die vor einem endoprothetischen Gelenkeingriff stattfinden. Wenn das Gelenk nur kleinere Teile aufweist, wo Arthrose vorhanden ist, da kann man das machen. Das ist aber sehr speziell. Das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten, aber prinzipiell ist das noch ein Schritt vor der Kunstgelenkversorgung. Okay.
Ich lasse das so als Antwort stehen an den Fragesteller, falls Sie es doch anders gemeint hatten oder da nochmal eine andere Frage dazu hatten, schreiben Sie gerne nochmal dazu. Was ist bei einer beidseitigen Arthrose aufkommen? Also wenn jetzt beide Knie oder beide Hüftgelenke Ja. gleichermaßen betroffen sind, gibt es da ein bestimmtes Prozedere? Ja. Also das kommt sehr häufig vor, dass Patienten sich vorstellen und entweder eine Hüftarthrose oder eine Kniearthrose aufweisen oder auch Hüft- und Kniearthrose. Da muss man dann gemeinsam herausfinden, welches Gelenk denn das schmerzhaftere ist. Das lässt sich in der Regel fast immer feststellen. Es gibt auch Patienten, da tun beide Gelenke gleich stark weh. Und in diesem Falle müsste man dann besprechen, wenn eine Operationsindikation besteht, welches Gelenk man zuerst operiert. Aber das ist relativ häufig, man findet das heraus. Und was wir nicht machen, falls das eine Frage wäre, wir operieren nicht beidseitig. Das machen wir nicht. Also wir operieren ein Gelenk. Und wenn das zweite Gelenk notwendig wird, haben wir einen Abstand von etwa 3 Monaten, weil nach 3 Monaten der Patient in der Regel so weit stabilisiert ist, dass wir den zweiten Eingriff mit weniger Komplikationsmöglichkeit dann durchführen. Okay. Eine anschließende Frage, wenn die Operation hoffentlich erfolgreich verlaufen ist, egal ob auf Ja. einer Seite oder auf zwei Seiten, welche Sportarten sind noch möglich? Sind alle Sportarten möglich? Die Frage zielt ganz speziell auf alpines Skifahren ab. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich unsere Patienten, die zu einem Gelenkersatz kommen oder Patienten, die mit Kunstgelenken versorgt werden an Hüfte und Knie, werden immer aktiver. Wir werden auch im Alter immer aktiver sein und das Freizeitverhalten hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich geändert. Viele Patienten auch in höherem Alter fahren Alpin-Ski. Wenn die das ihr ganzes Leben schon gemacht haben, können die das natürlich mit einem Kunstgelenk auch tun. Man muss sagen, es gibt eben empfohlene Sportarten und es gibt Sportarten, die jetzt etwas eingeschränkter empfohlen sind. Prinzipiell ist alpines Skifahren möglich, gehört aber nicht zu den Sportarten, die man empfiehlt. Dazu würde zum Beispiel eher Langlauf-Skifahren gehören, also diese sogenannten High-Impact-Sportarten, wo viel kurze und prägnante Belastung auf das Gelenk kommt, sind eingeschränkt empfohlen, können aber durchgeführt werden. Okay. Gibt es irgendeine Art von Fehlstellung, die mit einer OP auch gleichzeitig behoben werden kann? Ich glaube, die Frage zielt vor allem auf X- und O-Beinstellung ab. Also gibt es Dinge, die da gleich mit korrigiert werden können oder sind das zwei völlig unterschiedliche Themen? Ja, das ist ein recht großes Thema, die Fehlstellung. Ich vermute, das geht jetzt hier um die Fehlstellung im Knie, möglicherweise. Hat jetzt der Zuhörer das O oder das X-Bein gemeint, sodass wir, wenn es eine Operation ist, also wenn es schon so weit ist, dass man ein Kunstgelenk implantieren muss, dann können wir die Fehlstellung über die Prothesenimplantation korrigieren. Das muss man auch. Wenn die Arthrose noch nicht so weit fortgeschritten ist, dann können wir im Vorfeld andere Operationsmethoden anwenden, wie zum Beispiel Umstellungsoperationen, indem man die Achse des Beines in eine physiologische Achse umwandelt, um den Zeitpunkt der Prothesenimplantation noch hinauszuschieben. Das wäre die Frage beantwortet hoffentlich. Also vor einer notwendigen Prothesenoperation kann man eine Umstellungsoperation machen, um den Zeitpunkt der Prothesenimplantation hinauszuschieben. X- oder O-Beine werden durch eine Knieprothesenimplantation korrigiert. Ich glaube, das beantwortet die Frage. Ansonsten bitte gerne nochmal nachhaken. Eine Blutverdünnerfrage haben wir. Ist eine OP durchführbar mit Blutverdünner? Muss Blutverdünner abgesetzt werden? Ich lese hier
ich lese es einfach mal vor, weil ich kenne das Wort nicht, Ja. Clopidogrel. Ich weiß nicht, ob das ist Ja. wahrscheinlich ein Döner. Sie können wahrscheinlich viel damit anfangen. Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist zunehmend jetzt unser Alltag, dass die Patienten mit sogenannten Blutverdünnern oder Gerinnungshemmern medikamentös versorgt sind. Wir müssen diese Patienten operieren. Im Notfall müssen wir das auch. Wenn wir aber die Möglichkeit haben, im Vorfeld diese langwirksamen Blutgerinnungshemmer absetzen zu können, dann tun wir das auch. Das geht dann zwischen 48 Stunden und bis zu einer Woche. Das hängt je nach Medikament oder das ist abhängig von dem Medikament. Und in dieser Zeit kann man dann überbrückend ein anderes Medikament, zum Beispiel Glyzale, das ist das kann man dann Spritzen geben. Unter Aspirin zum Beispiel, das nehmen ja auch sehr viele Patienten, können wir mittlerweile eben auch durch dieses minimalinvasive operieren. Und die Gabe von dieser Tranexamsäure, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, was hatte ich vorhin genannt, haben wir die Möglichkeit, relativ blutarm zu operieren. Das heißt, ja, wir können unter bestimmten Blutgerinnungshemmern, wie zum Beispiel Aspirin, operieren. Bei den etwas länger oder bei den Medikamenten, die wir vorher absetzen müssen, müssten wir dann überbrückend über ein sogenanntes Bridging dann andere Medikamente geben. Und nach der Operation werden die dann etwa 4, 5, 6 Tage danach können wir die wieder ansetzen. Okay. Noch eine Frage der Möglichkeiten. Wie sieht es aus bei Patienten mit Defibrillatoren? Sind das Risikopatienten? Gibt es bestimmte Dinge zu beachten? Wie ist es da? Sie können auch operiert werden, selbstverständlich. Im Falle von Schrittmachern ist es so, dass die zum Teil für das elektrische Messer, was im Operationsraum benutzt wird, vorübergehend pausiert werden. Wir empfehlen dann, dass im weiteren nach dem stationären Aufenthalt beim Hauskardiologen eine Kontrolle nochmal erfolgt. Aber das ist prinzipiell machbar und auch kein Problem. Dann bleiben Sie gleich vorne, dann stelle ich nämlich gleich meine als Dr. Langenmeier markierten Fragen. Wenn wir es richtig verstanden haben, gibt es 48 Stunden zwischen Test und OP-Termin. Ist das ein Problem? Also muss man da irgendwas beachten? Gibt es da irgendwas negativ zu beurteilen, dass da eben diese 2 Tage nochmal dazwischen sind? Das ist natürlich hätten wir es lieber einen Test mit der Sensitivität und Spezifität, also der Aussagekraft von einer PCR, der aber sofort quasi ein Ergebnis gibt, damit man die Patienten dann stationär aufnimmt und quasi einen Safe-Korridor erzeugt. Momentan ist es aber leider nicht möglich, die Patienten dann sozusagen in sowas wie einem Intermediär-Flur im Krankenhaus zu positionieren, bis dann der Test negativ dann vorliegt. Das geht leider nicht. Das heißt, natürlich ist das ein gewisser Schwachpunkt einer jeden Strategie, aber momentan nicht anders durchzuführen. Wir sind da im Loreto-Krankenhaus auch noch strikter als andere Häuser. Manche Häuser machen es wirklich so, dass sie den PCR-Abstrich mit stationärer Aufnahme machen. Die Patienten dann stationär kommen und dann das Ergebnis erst dann vorliegt, dann hat man natürlich, rennt man manchmal auch den Ereignissen hinterher, das wollen wir nicht. Und natürlich gibt es diese 24 Stunden bis 48 Stunden Latenz, da kann natürlich was passieren, aber das ist ein Tod muss man dann sterben in dem Augenblick. Nein, sagen Sie das doch nicht so. Keiner muss einen Tod sterben. Jeder muss tot sterben. es gab noch eine sehr spezielle Frage zum Thema Impfung, aber ich glaube, sie ist relativ kurz beantwortbar, deswegen stelle ich sie trotzdem hier. Wenn die erste Impfung mit BioNTech erfolgt ist, ist auch eine OP im Abstand von 3 Wochen nach dieser Impfung vertretbar? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, Bitte. wenn es eine immobilisierende Arthrose des Hüft- oder Kniegelenk ist mit einer massiven Beschwerdehaftigkeit ist, oder dann ja, wenn es ein Schenkelhalsbruch ist, dann selbstverständlich jederzeit, wenn es eine akute Infektion ist, selbstverständlich jederzeit.
Aber wenn es eine planbare Operation ist und der Patient kommt noch einigermaßen klar mit der Situation, dann warten Sie doch bitte die zweite Impfung ab. Gut. Noch eine Frage zur Terminierung, diesmal aber wieder allgemein. Ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden. Ansonsten auch hier an den Fragesteller bitte einfach nochmal nachfragen. Ja. Wenn wir es richtig verstanden haben, findet die Indikationssprechstunde statt. Kann innerhalb der nächsten 2 Wochen dann eine OP erfolgen? Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch abzielt auf die Wartezeiten, die es gibt. Ist das immer ein fixer Abstand oder kann das auch deutlich später sein oder kann man vielleicht auch ganz, ganz früh einen Termin bekommen? Ich frage jetzt einfach mal so. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig habe. Ich weiß, worum es geht. Okay. Ist okay. Also wir haben natürlich unterschiedliche Krankheitsbilder oder unterschiedliche Ausprägungen von arthrotischen Veränderungen der Patienten, die zu uns kommen. Das heißt, die Dringlichkeit oder der Wunsch nach einer Operation ist da eben auch so, dass es teilweise eher dringlich ist oder die Patienten wünschen, dass man es schnell, dass wir schnell einen Termin finden. Andere sagen, ja, ich habe noch Zeit oder ich mache jetzt schon seit Jahren mit Schmerzen rum und ich möchte vielleicht erst im Herbst, wenn wir uns jetzt im Frühjahr befinden. Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben aktuell natürlich etwas kürzere Wartezeiten, sodass wir vielen Patienten noch einen relativ zügigen Termin, wir reden jetzt hier innerhalb von 4 Wochen, sind wir momentan, oder? Es hängt immer so ein bisschen davon ab, was es auch für eine Operation ist. Wenn es eine Wechseloperation ist, müssen wir etwas mehr Zeit einplanen. Wir müssen gucken, welcher Operateur da ist. Wir müssen eventuell noch Implantate bestellen, die wir brauchen. Das planen wir alles vorher. Aber prinzipiell muss man sagen, dass wir natürlich da, weil es ja in der Regel kein Notfall ist, es ist kein Notfalleingriff, können wir das gemeinsam planen anhand des Kalenders. Viele Patienten haben schon so eine Vorstellung, wann sie sich operieren lassen möchten. Das können wir in der Regel relativ gut realisieren. Aber Wartezeit momentan, würde ich sagen, ist jetzt durch die Pandemie etwa 3 bis 4 Wochen. Wenn es ganz dringlich ist, Patienten gar nicht mehr klarkommen, dann versuchen wir das auch natürlich früher zu machen. Alles klar, vielen Dank. Beantwortet. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Ich hoffe, ich frage gleich nochmal nach. Ist beantwortet. Sehen Sie, habe schon die Information bekommen. Danke, gut verstanden. Vielen Dank Ihnen. Eine Frage kam, wie kann man denn einschätzen, ob der Punkt für eine Knie-OP gekommen ist? Also kann man da irgendwas dazu sagen? Also jetzt in diesem konkreten Fall gibt es schmerzhafte Zeiten, aber dann auch eben wieder längere Zeiten, die nicht schmerzhaft sind. Also ab wann kann man dann vielleicht sagen, jetzt solltest du mal? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage haben wir eigentlich täglich in unserer Sprechstunde. Wir reden oft sehr ausgiebig mit den Patienten, gerade wenn es so ist, dass die Phasen, in denen eine Schmerzfreiheit besteht, wenn die noch da sind, wenn es die noch gibt. Wir fragen, wann sind die Schmerzen? Sind sie immer? Sind sie intermittierend? Also wechselnd? Sind sie wechselnd stark? Sind sie in der Nacht? Haben sie typische Symptome wie Anlaufschmerzen, Nachtschmerzen, Ruheschmerzen? Wie viele Schmerzmedikamente nehmen sie? Nehmen sie überhaupt Schmerzmedikamente? Das ist alles so ein, es fügt sich dann zu einem Gesamtbild. Dazu gehört dann auch noch der Patient. Und wir sprechen miteinander und letztendlich ist es so, wenn die Patienten nicht mehr zurechtkommen, dann melden die sich. Wenn man den Patienten anbietet, noch zu warten, ist es auch, machen wir das sehr gerne, weil wir verkaufen hier keine Prothesen, sondern wir operieren dann, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und sinnvoll ist es eigentlich, wenn die Patienten nicht mehr zurechtkommen. Auf die Frage, die dann letztendlich gestellt wird, kommen sie so noch zurecht, möchten sie so noch weiterleben? Und wenn dann ein klares Nein kommt, das ist dann in Kombination mit dem Röntgenbild und mit der gesamten Untersuchung ist dann eigentlich der richtige Zeitpunkt. Aber wie gesagt, wir überreden niemanden. Es gibt auch Patienten, die haben sehr schwere Arthrosen, kommen sehr mühsam in die Sprechstunde und sie sagen, sie wollen keine Operation. Und irgendjemand sagt, du musst dich aber operieren lassen.
Das kann man so prinzipiell nicht sagen. Eigentlich muss sich niemand operieren lassen. Das ist eine freiwillige Operation und wer das nicht möchte, den operieren wir auch nicht. Wir empfehlen es dann, wenn wir vom Eindruck oder wenn der Eindruck eben so ist, dass es dem Patienten doch gut tun würde. Letztendlich ist der Zeitpunkt dann gekommen, wenn die Patienten so nicht mehr zurechtkommen. Dann ist der richtige Zeitpunkt. Okay. Aber sehe ich es richtig, im Zweifelsfall lieber einmal mehr kommen. Es muss sich keiner schämen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt aber nur von mir aus gedacht, dass es einem vielleicht ein bisschen unangenehm ist, anzukommen und dann sagt man, was machst du denn schon hier? Also ich glaube, davor muss keiner Angst haben, kann ich so zusammenfassen. Nein, also wir haben das ganz oft, dass Patienten kommen und sich einfach mal informieren zum Beispiel, haben irgendwo gehört, Mensch, du hast doch eine Arthrose in der Hüfte oder da hat irgendjemand mal ein Bild gemacht, du hast eine Arthrose, Patienten kommen. Dann untersuchen wir die Patienten, sprechen miteinander und es kommt oft dabei raus, dass es gar nichts Operatives gibt, was wir tun können und machen das dann auch nicht. Wir operieren alle sehr gerne, aber wirklich nur, wenn es notwendig ist. Und wir finden das dann schon raus, ob wir das jemandem empfehlen können. Und was wir auch sagen ist, melden Sie sich, wenn es nicht mehr geht. Oder wir vereinbaren zum Beispiel, melden Sie sich in einem halben Jahr. Da kann ich nochmal auf die Frage oder auf einen Teil der Frage, der vorhin aufkam, ob es Zeiten gibt, wo die Arthrose nicht so schmerzhaft ist. Ja, das ist so. Es gibt oft Patienten, die dann im Sommer irgendwo im Süden sind und es ist warm. Die kommen dann gut zurecht am Strand im warmen Wasser. Da kommen wir ja alle ganz gut zurecht. Und melden sich dann aber im Herbst, wenn es wieder kühler wird. Das ist relativ typisch. Aber auch da, wie gesagt, wir kennen das, Patienten kommen manchmal 2-3 Mal und wir können dann oft sagen, warten Sie noch, Sie müssen überhaupt nicht. Wenn es dann aber nicht mehr geht, kommen die Patienten meistens von alleine. Okay, prima. Wenn es Zeit für eine OP ist, ist hier jetzt eine relativ spezielle Frage, also es geht um das Thema Anästhesie. Sie hatten ja über die PDA gesprochen. Wenn jetzt jemand mehr möchte, zum Beispiel für die Trübung des Bewusstseins oder vielleicht auch, ich erweitere die Frage mal, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe solche Angst, ich hätte das einfach lieber in Vollnarkose, wie sind da die Möglichkeiten? Also die Frage zielt aber eigentlich nur auf eine Trübung des Bewusstseins, zum Beispiel für die Umgebungsgeräusche, dass einem die nicht so viel Angst machen. Ja. Das ist auch eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Und das ist auch ein Thema, was die Patienten sehr beschäftigt. Auch vor allem nach der Operation hören wir es immer. Ich habe es eigentlich jede Woche, oder? Das Thema Narkose, ich möchte schlafen. Prinzipiell ist es so, die Patienten werden in einen sogenannten Dämmerschlaf, so nennen das die Anästhesisten, in einen Dämmerschlaf versetzt. Das heißt, sie bekommen von der Operation nichts mit. Wie gesagt, es ist kein ganz tiefer Schlaf. Die Narkose ist nicht so ausgedehnt, es ist ein Dämmerschlaf. Und die Erinnerungen an Einzelheiten aus der Operation sind im Prinzip durch die Amnesie im Nachhinein fast immer ausgelöscht. Es gibt auch mal Fälle, wo sich Patienten an kurze Sequenzen aus dem OP erinnern. Aber prinzipiell muss man sagen, dass das mit diesem Dämmerschlaf sehr gut funktioniert. Okay. Seit der Zeit der Frage habe ich vergessen. Es natürlich auch sind andere Narkoseverfahren möglich. Es findet ein ausgiebiges Vorgespräch mit dem Narkosearzt statt. Und wenn Patienten sagen, sie möchten auf keinen Fall eine Rückenmarksnarkose, dann bekommen die auch keine. Da kann man auch eine Vollnarkose oder eine Larynxmaske machen. Das ist so die Vorstufe von der Vollnarkose. Also da ist es alles möglich. Das wird individuell mit dem Patienten besprochen. Niemand muss eine Rückenmarksnarkose. Wir als Operateure finden das sehr gut, weil die Muskulatur sehr gut relaxiert ist und wir dadurch diese Schichten, also diesen unseren minimalinvasiven Zugang ganz gut machen können, aber es lässt sich auch mit einer Vollnarkose sehr gut operieren. Okay. Jetzt sprachen Sie vorhin von einer Sehnendurchtrennung, schreibt ein Teilnehmer. Das hört sich gruselig an. Ja. Die Frage ist, wie sieht es da aus mit der Heilung? Wie schnell kann die Sehne wieder regeneriert werden? Nicht, dass man jetzt das eine Problem gelöst hat wahrscheinlich und dann aber leider ein halbes Jahr mit dem nächsten zu tun hat, das durch das Alter wächst.
Da freue ich mich sehr, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt. Also wir durchtrennen mit unserer OP-Methode keine Sehnen, sondern es war eben ein anderer Zugang, den ich noch genannt hatte, wo Sehnen abgelöst werden. Also wir durchtrennen die nicht, sondern wir lösen die mit einem anderen Zugang, den wir früher gemacht haben, lösen wir den vom Knochen ab aktuell. Und seit knapp 10 Jahren machen wir das nicht mehr, sondern wir wollen eben Sehnen, Ablösungen oder Muskeldurchtrennungen vermeiden und gehen zwischen den Muskelschichten hindurch, halten diese weg und implantieren dann das Gelenk. Also wir durchtrennen keine Sehnen. Ja, gut, dass wir nochmal nachgefragt haben. Gut, dass Sie nachgefragt haben. Das geht natürlich an den Teilnehmer. So, und jetzt habe ich noch eine Frage, die aber natürlich auch ganz spannend ist. In diesem Fall geht es um, es liegt gleichermaßen eine Hüftarthrose vor, wie auch eine Spinalkanalstenose, also ein anderes Fachgebiet. Vielleicht könnten Sie da noch mal drauf eingehen, auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Abteilung. Also die Frage ist, begutachten Sie beides und entscheiden dann, was dringlicher ist oder nicht? Aber vielleicht können Sie da noch mal sagen, ja, wie da die Kollegen ins Spiel kommen. Schön in unserem Haus. Wir haben ja eine Wirbelsäulenabteilung mit hervorragenden Kollegen, die eben die gleichen Untersuchungsräume nutzen. Und insbesondere montags haben wir eine gemischte Sprechstunde, wo die Wege zu den Wirbelsäulenchirurgen sehr, sehr kurz sind und wir dann eben auch dieses, ich sage jetzt mal, Bermuda-Dreieck, Wirbelsäule, Hüfte, auch wunderbar gemeinsam interdisziplinär beleuchten können. Und im Zweifel stellt man sich die Patienten gegenseitig vor. Das geschieht auch Tag ein, Tag aus, macht auch sehr viel Spaß. Und dann kann man gemeinsam herausarbeiten, welches Problem für den Patienten, für die Patientin aktuell führend ist. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal sagen, Sie korrigieren mich aber, wenn ich da falsch liege, dass da auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel jetzt mit der inneren Medizin möglich ist, also wann auch immer eine Vorerkrankung besteht aus einem vielleicht auch anderen Fachgebiet, kann die immer interdisziplinär, also aus unterschiedlichen Blickwinkeln besprochen und beachtet werden, oder? Ja, selbstverständlich. Der Dr. Häusler hat ja in seinem Vortrag auch die Frühkomplexbehandlung besprochen von älteren Herrschaften und Patienten mit vielen Vorerkrankungen. Auch da profitieren wir ungemein von dem Wissen von den internistischen Kollegen und arbeiten mit denen dann auch eng zusammen. Und auch der Austausch, wir sind ein Stockwerk über den Internisten. Das heißt, die müssen nur 20 Treppenstufen laufen, dann sind sie bei uns. Und das nutzen wir auch eben gegenseitig. Entweder wir gehen zu den Kollegen oder die Kollegen kommen zu uns. Und das ist eben auch der Vorteil von einem Haus wie dem unseren, dass die Wege kurz sind. Prima, ich bin jetzt beim Ende aller schriftlichen Fragen angelangt. Ich würde jetzt noch einmal, wie versprochen, die Stummschaltung für alle Teilnehmer aufheben. Nicht wundern, wenn Sie jetzt sprechen und sich nicht hören, dann liegt es daran, dass Sie selber auch Ihre Stummschaltung nochmal aufheben können, damit ich jetzt nicht so einfach über alle verfügen kann. Also ich hebe jetzt die Stummschaltung aller Teilnehmer auf. Falls jemand noch eine Frage hat, die nicht beantwortet wurde, bitte heben Sie auch nochmal Ihre Stummschaltung auf. Das machen Sie über den Klick auf das wahrscheinlich durchgestrichene Mikrofon. Genau, wenn sonst nichts mehr kommt, sind Sie auch herzlich willkommen, sonst nochmal einfach zu klatschen oder zu jubeln, was auch immer Sie möchten. Ich höre aber schon was. Ich höre nur Klatschen. Eine Frage, hören Sie mich? Sehr schön. Hatte noch jemand eine Frage? Ja, ich habe noch eine Frage. Bitte. Und zwar geht es um das Alter. Ja. Ich werde praktisch jetzt 80 Jahre und sollte das Kniegelenk operiert kriegen. Ist das ein Hindernis? Haben Sie es verstanden? Also der Herr wird 80 und fragt, ob das ein problematisches Alter für eine Kniegelenks-OP ist, ne? Ja. Also prinzipiell muss man sagen. Dr. Häusler. Ja, okay. Hören Sie mich? Ja.
Vielleicht an den Fragesteller, wenn Sie so nett nochmal Ihr Mikrofon auszumachen, weil sonst hören wir jetzt, also an alle, während die Frage beantwortet wird, vielleicht nochmal einmal kurz die Mikros aus, sonst haben wir, glaube ich, viele Hintergrundgeräusche gerade. So, okay, jetzt. Ich versuche es nochmal. Also prinzipiell ist das Alter 80 Jahre kein Problem. Wir haben sehr viele Patienten mit 80 Jahren, die wir operieren. Es hängt natürlich davon ab, was an Vorerkrankungen vorliegt. Das können wir aber natürlich hier sehr gut untersuchen. Wir haben es ja gerade schon gehabt, wir haben zusätzlich noch eine internistische Abteilung hier, wir haben sehr gute Anästhesisten. Und wenn irgendwas notwendig sein sollte im Vorfeld an Zusatzuntersuchungen, dann leiten wir das von hier aus ein. Aber prinzipiell ist 80 Jahre heutzutage kein Hindernis für eine Gelenkoperation. Gut. Okay, danke. Dann glaube ich, das war's. Ich sage nochmal an alle, weil jetzt gerade auch nochmal die Frage kam, die Aufzeichnung inklusive der Fragen finden Sie, also wir bemühen uns morgen im Laufe des Tages, das auf die Internetseite zu stellen oder auf der Internetseite zu verlinken. Wenn Sie da direkt auf die Startseite gehen, lorettokrankenhaus-freiburg.de, dann finden Sie da die Aufzeichnung des Vortrags. Ansonsten, wenn Sie es gar nicht finden, schreiben Sie uns sehr gerne auch einfach nochmal eine E-Mail. Prima, dann sage ich vielen Dank an alle Teilnehmer und natürlich vor allem an Sie beide, Dr. Häusler und Dr. Langenmeier. Und wünsche noch einen ganz schönen Abend. Danke Ihnen miteinander. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss.